sauschnell. Du bist... Nein! Du bist doch nicht etwa der große Damani? Dann, wessen Grab mal habe ich dann eingerichtet? Bist du zurückgekommen, weil es in deinem Grab so warm war? So, jetzt haben wir ein Problem. Wie komme ich da wieder gescheit runter? Das habe ich nie verstanden, aber schon damals. Ich verstehe es bis heute nicht, wie ich da gescheit wieder runterkommen soll. Ah, oh, jetzt muss ich wieder schwimmen. Ich muss schnell sein, weil dieses heiße Wasser brauche ich. Sonst kann ich nämlich jetzt ganz wieder hochgehen. Auf geht's. Wenn wir länger rollen, dann sind wir ganz schnell. Und dann kommen wir aus den Stacheln raus. So, darüber müssen wir, da wo dieses Eisteil ist. Oh, jetzt bin ich voll abgeprallt. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, komme ich da mit den Hasen noch rauf? Nein, schade. Ich glaube, jetzt habe ich schon verkackt, glaube ich. Weil man hat nur eine bestimmte Zeit, bis dieses Wasser wieder normal ist. Da unten ist auch noch ein Herz, das stimmt. Dann könnten wir stattdessen ja das holen. Weil das habe ich eh nie geholt. Seht ihr, jetzt ist es wieder normal. Boah. Das ist so ätzend. Na gut, das macht ja auch Sinn, dass dieses Wasser irgendwann wieder kalt wird. Aber so nervig einfach nur. Das hat mich damals schon so angepisst. So, jetzt müssen wir hier halt wieder rauf. Ich weiß nicht, kannst du hier mit Gimgorone irgendwie rauf? Ich glaube nicht. Also ich habe nie verstanden, wie man da wieder runterkommen soll. Auf normalem Wege. Soll ich über den ganzen Ding wieder runterklettern? Das dauert doch viel zu lange. Jetzt bin ich... Vor allem, Link, du schwimmst gerade im Eiswasser und das tut dir nicht weh? Aber dem Mario, der nur auf dem Packeis steht, oder? Das tut ihm sau weh. Verstehe ich überhaupt nicht. Also bei Mario 64, da war ja auch so Wasser und das hat ihm wehgetan. Aber im Link scheint es nicht weh zu tun. Keine Ahnung. Ich verstehe diese Logik nicht. So. Jetzt können wir leider wieder den ganzen Weg hochklettern. Nicht an der Seite. Wie willst du denn da hoch? Bei Gott. Och, Link. Du, Link. Der Name Link kommt auch von diesem... Auch von der Entwicklung von Zelda. Das weiß ich noch. Wie genau, wieso man nochmal da drauf gekommen ist, ich weiß es nicht mehr. Es hatte auf jeden Fall etwas mit Verbindung zu tun. Mit irgendwelcher Hardware. Deswegen hat man ihn Link genannt. Ach, jetzt bin ich wieder hier falsch. Man muss auch mit dem Goronen rollen, weil sonst schafft man es nicht ganz rechtzeitig. Habt's gesehen, einmal runterfallen und du kannst den ganzen Weg wieder zurück. Nur um dieses scheiß heiße Wasser da zu holen. Vor allem, wie hoch das ist so nervig. Vor allem, wäre es einfach. Vor allem, man könnte jetzt auch natürlich den Typ hier befreien, aber das bringt einem nichts. Deswegen lasse ich ihn. Selbst wenn ich ihn jetzt befreie, dann bringt er mir auch nichts. Der wird sowieso später befreit, also von dem her kann das mir eigentlich eh total wurscht sein. So. Das brauchen wir nicht. Das schütte ich wieder aus, weil. Vor allem, wie da bei dem Goron noch die Lippen voll rosa sind. Beim 3DS hat man das auch ein bisschen anders gefärbt. Fällt mir mal so richtig die Unterschiede auf. Gut, ist ja auch ein Remake, der muss auch anders aussehen. Weil ich meine, wie soll ich denn sonst hier runterkommen, Leute? Das geht so viel schneller und vor allem komme ich so auch wirklich runter. Jetzt springe ich diesmal ordentlich drüber. Und jetzt rollen wir. Schnell, 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 schnell. Das muss ich auch machen, weil ich dieses heiße Wasser noch später brauchen werde. So, diesmal hoffen wir, dass wir es jetzt richtig machen. Komm, wir nehmen gleich die Hasen und das geht viel besser. Ich hoffe, dass sich das jetzt ausgeht. Schnell. Schnell, 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 schnell. Das Doofe ist, man sieht auch keine Zeitanzeige. Schnell! So, und jetzt ausleeren. Bei dieser Eisstelle da. So. Jetzt müsste es schmelzen. Tut es auch, ja. Brauchen wir jetzt noch nicht, aber später werden wir es brauchen.
du dummer Wolf, Alter. Die treffen einen sowieso nie, aber wenn man mal stehen bleibt, dann müssen sie einen immer in die Fresse hauen. Ich versteh's nicht. Dämliche Viecher. So. Hier wäre normalerweise ein Grone, der Wache schiebt, aber da wir selbst ein Grone sind, können wir einen Gronenstampfer. Und zack! Jetzt geht die Tür hier auf. Das kann man auch gleich machen. Hey, da oben ist ein Herzteil. Ah, da kommen wir hin, wenn wir von dem Typ die großen Bomben kaufen, glaube ich. Wir haben eh die 200 Rubine. Aber ich glaube nicht, dass wir die kaufen können, weil wir brauchen da die große Bombentasche. Jetzt geht die Tür wieder zu. Ist egal. Komm, wir gehen mal zu dem hin. Ich frag den jetzt mal. Vielleicht brauche ich da eine normale Bombentasche. Und ich glaube, eine große braucht man. Was? Das geht nicht. Ach so. 1000 Rubine geht gar nicht, weil man so viele gar nicht tragen kann. Ich glaube, selbst wenn man das... Ich weiß nicht, gibt es noch eine größere Geldtasche? Jetzt könnt es... Also Leute, ich würde euch raten, jetzt die Ohren zuzuhalten. Da drin ist nämlich ein Baby und das schreit die ganze Zeit. Also haltet eure Ohren jetzt bitte zu. Das ist so nervig. Aber das schreit hier ja sogar noch länger. Alter! Wir müssen hier nur kurz rein, Leute. Also ich werde mich beeilen. Ich muss nämlich nur kurz herausfinden, was das Problem ist. Warum, was, wieso dieses Baby rumschreit. Alter, Mann. Da, ihr seht es, es schreit rum. Ja, der Vater ist nicht da. Diese Koteletten. Bist du nicht da, Mani? Wir glaubten, du wärst tot, aber du lebst. Auch der Älteste war in Sorge um dich. So wie auch ich. Der Älteste ging zum Big Hibernia, doch kam er noch nicht zurück. Seitdem... Boah, Alter, dieses Kind! Seitdem hört sein Sohn nicht auf zu weinen. Wenn du den Ältesten nicht findest und bittest, zurückzukommen, werden wir nie wieder schlafen können. Und es wird immer kälter, bald werden wir alle erfroren sein. Okay, ich muss raus hier. Das... Boah, Hilfe, Mann! Alter, diese Schreierei, die nervt. Vor allem, wenn man direkt beim Baby ist, ist es noch lauter. Beim 3DS ist das, kommt normal laut. Immer gleich, egal wo man ist. Was unlogisch ist, aber... Diese Großen kann ich mit dem Großen auch... Hey, hier beim Original braucht er länger, bis der zuschlägt. Im 3DS haut der einfach direkt, weiß auch nicht. Fallen mir echt mal so die Unterschiede auf. Ja, da komme ich nicht drauf. So. Also. Jetzt müssen wir wieder zurück. Und da drüben können wir später auch was machen. Da müssen wir dann so eine Pulverfassprüfung machen. Die wir auch machen müssen. Um unser großes Schwert zu bekommen, das wir hoffentlich machen können. Wenn es nicht... Das ist eh keine schwere Aufgabe, was wir dafür machen müssen noch. Wir haben nur noch zwei Herzen, Alter. Wir sind fast tot. Oh Mann. Und das ist nur, weil ich mich so blöd anstelle. Oh, halt die Fresse, du Scheiß. So, jetzt gehen wir hier rein. Und zwar aus einem ganz guten Grund. Hier unten ist doch mal eine heiße Quelle. Droppst ein Herz oder so. Ah, ne, droppen die gar nicht, ne? Das ist auch so viel. Ich weiß gar nicht, ist da in den Steinen etwas? Die Flasche brauche ich. Ja, die Maske brauche ich nicht. Also zumindest im Moment. So, gleich heißt es. Ah, ne, wir holen das nicht. Weil das kühlt sonst eh gleich wieder ab. Alle erstmal sprengen. Also die gehen gar nicht kaputt. Ah doch, einer ist kaputt gegangen. Da ist aber auch nur wieder Geld drin, glaube ich. Jetzt kommt auch kein Brie, weil wir zu viele haben. Egal. So. Dieses Wasser brauchen wir. Wie Link da in diesem Spiel so unglücklich guckt. So voll angefressen. So, hier müsste irgendwo jetzt der Älteste sein. Hey, was ist das denn für ein fetter Brocken? Vielleicht ist er hier drin. Wäre zumindest ein Grund, warum man ihn anvisieren kann, den Stein. Hä? Was? Was denn?
Ach so, weil ich den hauen kann, oder? Vielleicht muss ich den nur zerhauen. Im Dreis muss man den schmelzen. Vielleicht ist er da in dem Schneeball drin. Da ist er! Im Dreis ist er direkt so als Eisblock da. Okay. Deswegen konnte ich den anvisieren. Okay, das ist echt auch wieder so ein Unterschied. Also Leute, für die Leute, die das Original auch nicht gespielt haben, hier seht ihr das Original und hier seht ihr die Unterschiede. Also könnt ihr mal so ein paar einzelne Unterschiede sehen. Ich muss... Ah, dieser Wolf, Alter, der nervt. Die nerven mich im 3D so immer. Immer wenn ich zu denen in die Nähe komme, bin ich froh, dass die nur in dieser Welt kommen und sonst nicht mehr. Bin ich echt so froh. Und ich vermisse die auch nicht. Die sind nervig. Da, von mir aus könnte, wenn es um die ginge und ich die Welt wegen denen retten müsste, glaub mir, ich würde den Mond einschlagen lassen. Das wäre mir so wurscht. Weil die nerven nur. Solche Nerven sind, rette ich doch nicht. Vor allem, wenn sie mir eh nur auf die Fresse hauen immer. So, jetzt ist der wieder eingefroren. Wieso ist der Schnee plötzlich wieder da? Vor allem so schnell noch. So, und jetzt schmelzen wir ihn. Also nicht ihn selbst, aber wir holen ihn jetzt aus dem Eisblock. So. Hallo. Dreh dich um. Hallo. Wo bin ich? Ah, ist es schon so spät? Ich muss mich beeilen. Hallo. Oh, du bist Samani. Aber bist du denn nicht tot? Halluziniere ich etwa? Vielleicht ist das auch nur ein Trugbild vom Gipfel des Berges. Ich wurde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich. Ich wende mich nicht ab. Ich durchschaue die Illusion. Gleich bist du verschwunden. Und jetzt kommt das mit dem Kind. Was? Mein Sohn weint, weil er mich vermisst? Woher weißt du das? Mein Sohn vermisst mich? Vergib mir, mein Kind. Dein Vater muss noch etwas erledigen. Damani, egal ob du ein Geist bist oder ein Hirngespenst, es kümmert mich nicht länger. Wenn du Mitgefühl für meinen kleinen Sohn verspürst, dann wiege ihn sanft mit diesem Klängen in den Schlaf. Lausche den Klang meiner Trommel. Dieselbe Melodie wurde einst für dich gespielt, als du noch klein warst. Das finde ich noch cool eigentlich. Ah ja, jetzt hat man nur die erste Strophe. Hä? Lass mich noch einmal spielen. Der weiß, der kann sich an den zweiten Teil nicht erinnern, aber das brauchen wir auch nicht für das Kind. etwa so. Er kann sich nur an den Anfang erinnern. Es hat keinen Sinn, ich kann mich nur an den Anfang erinnern. Ich werde dir nun den Anfang beibringen. Ja, der ist ja ganz simpel. Let's go. Und der Goron-Link hat eine Trommel. Okay, die Trommel klingt genau gleich. So. Jetzt steht da auch Intro, weil es nur der Anfang ist. Wir haben das Intro erlernt. Ich finde diese Musik immer so toll, wenn man ein Lied erlernt hat. Es gleicht dem beruhigenden Gesang eines bedächtigen Vaters. Ich habe das Lied nicht vergessen, doch kann ich... Du hast das Lied vergessen. Du bist die Hälfte. Doch kann mich bei dieser Kälte nicht besser spielen. Also, auf jeden Fall zähle ich auf dich. Deswegen sollte man einen Satz zu Ende lesen. Weil ich mir jetzt schon so dachte, hä? Du hast das Lied vergessen. Aber er kann nur bei dieser Kälte nicht ordentlich spielen, deswegen. So, wir müssen unbedingt nachher mal Herzen holen, aber ich weiß nicht schon wo. Wir müssen eh nochmal dann die Zeit zurückspulen, bevor wir zum Tempel gehen. Wenn wir jetzt das Kind nämlich dann beruhigt haben, können wir nämlich direkt zum Tempel gehen. Was wir wahrscheinlich auch... Nein! Wir können auch Topspeed aufbauen und dann hochrollen. Das geht auch. Komm schon! Okay, geht. Hau ab! Okay, das funktioniert hier bei dem beim Original nicht so gut. Wie schon gesagt, im 3DS geht das mit dem Goron-Hauen wesentlich besser. Da haut er einfach direkt und nicht so, dass er irgendwie aufladen muss. Da haut er mit voller Wucht, aber dann braucht er auch wesentlich länger. Aber wenn wir da um ein Herz hauen können, dann holen wir uns das auch noch später.
müssen halt nochmal zum ersten Tag dann diese blöde Oma nochmal retten, aber... Ach komm, wir lassen's. Ich hab keinen Bock da und die... Oh nein, schnell hoch. Ich hab so keinen Bock auf diese Schreierei, Alter. Das ist so nervig. Oh, es ist so übel. Warte. Zum Glück hört man das Schreien im Menü nicht. Bin ich froh. Das ist der Gesang des Himmels, was wir ganz am Ende des Spiels brauchen. Ah, rechts, links. Das zweimal. So, und wir brauchen die Trommel. Was in unserem Fall ja die Ocarina ist. Aber bei der Alba als Corona haben wir immer eine Trommel. Oh, Alter, Mann. Ups. So, passt. Sehr schön. Dünn, dünn, dünn. Wir müssen das auch als Corona spielen, damit es funktioniert. Jetzt beruhigt es sich. Dieses Lied. Mein Papa hat es immer für mich gespielt, bevor ich eingeschlafen bin. Ich singe den nächsten Teil. Jetzt singt es auf einmal. Ich finde es so witzig, dass es plötzlich anfängt zu singen. Es wäre jetzt so witzig, wenn man es verkackt und dann weint es wieder. Es wäre so witzig. So, und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir das ganze Lied. Die Szene finde ich jetzt auch total schön. Wenn man jetzt noch echt sieht, wie das Kind einschläft von der Musik. Das ist echt schön. Also es gibt so ein paar Momente in dem Spiel, wo ich mir einfach nur denke, ey, das könnte fast kein Spiel besser machen. Na, ist das nicht niedlich? Also ich muss echt sagen, das ist echt, echt schön. Da, jetzt schläft es auch ein. Ich finde es jetzt auch cool, wie es einschläft. Es ist so, als wäre Papa hier neben mir. Jetzt schläft es ein, Achtung. Es ist eingerollt. Es ist so niedlich. So. Ganz schön sanfte Stille, während seine Augen wieder schwerer werden. Die anderen Goronen sind auch alle eingepennt. Jetzt schnarchen die alle hier drin. So, und der hier draußen, der müsste jetzt eine Ruhe geben. Jetzt haben wir auch kein Weinen mehr. Wie wunderbar, der Sohn des Ältesten hat aufgehört zu weinen. Und finden auch wir wieder Schlaf. Aber natürlich ist ihnen immer noch kalt, was ziemlich scheiße ist. Deswegen müssen wir unbedingt zum Tempel, um das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Wir könnten jetzt das Spiel machen, das mit den Bomben. Oder wir machen und oder wir holen uns nochmal die Tasche, die große, um dann die noch größere zu holen und uns das Herzteil zu holen. Könnten wir eigentlich machen, wir brauchen nur zwei Herzteile, damit wir wieder ein ganzes Herz haben. Wir könnten auf jeden Fall jetzt zum Tempel. Egal, ob wir jetzt die Zeit zurückspulen, es ist egal. Wir haben jetzt das Lied und mehr brauchen wir auch nicht. Weiß kein. Sollen wir uns jetzt in die Stadt zurückwarpen? Ich weiß nicht, sollen wir in die Stadt zurückwarpen und das mit der Oma nochmal machen? Ich weiß es nicht, Leute. Wollen wir das nochmal machen und das Herz erholen? Und dann könnten wir zugleich auch das Bombenspiel machen. Ich glaube, wir machen das. Weil wir müssen eh nochmal in die Zeit zurückreisen. Aber wir sollten zuerst in die Stadt, weil wir das Geld abgeben müssen. Wie ging das jetzt nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr, wie es geht. Man kann echt coole Lieder spielen, aber es bringt einem nichts, wenn man das falsche Lied spielt. Wie ging das nochmal? Unten, links, oben. So, genau. Man hört es eh immer, wenn es richtig ist, aber... Es sind meistens halt immer zwei Strophen, die gleich sind. Und die muss man sich halt dann merken. Zum Gorondorf müssen wir uns nicht warpen. Wir gehen jetzt nach unserer Stadt zurück. Und auch der Goronik hat Flügel.
So, dann haben wir die wichtige Quest schon erfüllt, das mit dem Lied. Man braucht immer ein Lied, um zum Tempel zu kommen. Und nachdem man das hat, kann man schon direkt zum Tempel gehen und den Tempel machen und das Spiel durchspielen. Kann man, wenn man möchte. Ah, der Hund hat Angst vom Goron-Link jetzt. Ist immer je nachdem, welchen Link jetzt man spielt. So, jetzt könnten wir das Geld, jetzt geben wir schnell das Geld ab. Um diese 200 nicht zu verlieren, die wir da jetzt bekommen haben. Und dann versuchen wir das Bombenspiel zu schaffen, mit dem wir auch nochmal ein Herz da bekommen. Und dann können wir uns nochmal schnell die große Bombentasche holen. Wenn wir eh schon das Spiel jetzt machen. So, ich würde das ganze Geld hier bitte einzahlen, bevor ich in die Zeit zurückreise. Hör auf, so viel zu reden, Alter! Mein Gott. So. So. Dann warpen wir uns jetzt in die Zeit zurück. Das ging wie? Links, rechts, A, unten. Ups. Aber man kann sich nochmal vorspielen lassen. Okay. Ah, man kann das nochmal so üben. So, hab's. Oder? Ja, stimmt. Jo. Swappen wir uns zurück. Wir haben jetzt nichts, oder? Nichts Wichtiges verloren, oder? Ich glaube nicht. Ich habe das Geld abgegeben. Jetzt verlieren wir zwar wieder die Pfeile und Dekustäbe und so ein Zeugs, aber ist ja wurscht. Und wir sind weg. Und alles, was wir jetzt beim Tempel gemacht haben, ist nicht mehr. Der ganze Sumpf ist wieder verseucht, alles ist wieder dreckig. Ja, alles ist wieder scheiße, könnte man sagen. Aber wir müssen das nicht wieder gut machen, sondern das ist eher alles dann aufgehoben. Wieso sagst du... Achso, das sagt die immer, wenn man einmal zurück in die Stadt ist. Darum wundert es mich doch. Wundert es mich jetzt, weil ich war doch schon dort. Habe ich es richtig? Naja, es war richtig rum, ne? Scheiße. Nein. Es war richtig rum. Ich muss zuerst unten, oder? Das wird hier gar nicht aufgelistet. Beim 3DS wird sogar das mit dem Kronos aufgelistet. Also das muss man sich selbst merken. Gut, das ist eh dasselbe Lied, nur Verketterung. Mehr ist es nicht. So, jetzt haben wir es. Ist die Zeit wieder langsamer. Wobei, eigentlich ist das doof. Ne, machen wir es nicht. Weil wir müssen eh nochmal in die Zeit zurück später. Dieser Hund, der hat einen nervigen Sound. So, jetzt haben wir... Wollen wir zur Nacht direkt spulen? Dann können wir nämlich das Spiel machen, bis die Oma kommt. Weil sonst müssen wir ewig warten. Aber zuerst brauche ich Geld. Das wird sich. Vor allem, wenn man jetzt einfach zu den Soldaten durch will, sollte man einfach den Goron nehmen, weil dann lassen sie einen direkt durch. Ich will mit dem nicht reden, Alter. Alter, Mann, jetzt erklärt er mir das ganze scheiß Buch nochmal. Hallo. Ich habe keine Rubine, du Depp. Vor allem, jetzt weiß er wieder, wer ich bin. Der ist schon wie blöd. Ist das wie so der kann sich an meine Gestalt nicht erinnern. Echt schon witzig. Wir nehmen jetzt einfach 50. Kann ja sein, dass ich es fünfmal verkacke. Also, oder viermal verkacke. Dann kann ich es fünfmal versuchen. So. Das Spiel ist im Osten. Also werde ich erst da die Zeit zurückspulen. Alter, bom, 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 bom. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Wie schon gesagt, ich liebe diese Musik. Die ist in dem Spiel einfach der Hammer. Ich hätte die große Bombentasche doch direkt kaufen sollen, als wir es geschafft haben. Aber das wusste ich eben nicht, dass man... Ich dachte, man könnte die jetzt einfach dann direkt kaufen. Aber gut, das wäre auch unlogisch. Ah, ist egal. So, jetzt spulen wir die Zeit vor. Ich habe es noch richtig. Sehr schön. Alter! Wie das schnell gespielt wird. So, Nacht des ersten Tages. Oh nein.
Wobei, ist der Laden jetzt überhaupt noch offen? Ich glaube nicht, oder? Der ist nur tagsüber. Oder ist der immer offen? Doch, der ist noch offen. Sehr gut. Jetzt auf einmal so... sie sind nicht mehr da. Hallo. So, bei denen müssen wir jetzt mit... Was? Krabbelminen? Ah, hat man hier zuerst die Krabbelminen? Im 3DS muss man nämlich... Ich glaube... Wobei, ich weiß gar nicht. So, wir müssen jetzt mit Krabbelminen so ein Minispiel machen. Die klettern an die Wand hoch. Und wir müssen diese Dinger kaputt machen. Hallo, gibt's das, dass ich die jetzt nicht kaputt kriege? Ihr seht es, was ich machen muss. Ich muss diese Zielscheiben versuchen, mit den Krabbelminen zu zerstören. Was gerade gar nicht mehr so einfach ist. Weil diese blöde... Weil dieses Scheißteil sich bewegt, auf dem ich stehe. Ey, ich lasse es, kommt immer zu spät los. Ey, ich krieg das nicht hin. Da ist doch nicht dein Ernst. Das kriege ich schon noch hin, Leute. Ja, gibt's das, dass ich das jetzt nicht hinkrieg? Ey, Leute, ich schaff das nicht gerade. Was soll der Scheiß? Alter, Mann. Na toll. Und das nur, weil dieser Kack hier nicht funktioniert. Das mit den Bombenkörben ist noch viel schlimmer nachher. Vor allem, ich muss jedes Mal Geld ausgeben für diesen Kack, wenn ich es nicht schaffe. Und vor allem, ich muss das dreimal am Stück schaffen. Jeden Tag einmal. Wenn sie das nicht auch noch geändert haben. Ich weiß es nicht. So, den ersten haben wir schon mal direkt getroffen. Das Dumme ist, wenn das Teil oben ist, ist es am schwierigsten. Wieso kletterst du plötzlich da lang? Scheiß Krabbelmine. Ich mag die sowieso nicht, weil die brauchst du im ganzen Spiel nicht. Zumindest zum normal durchspielen braucht man die wirklich nicht. Man darf auch nicht runterfallen. Sollte man einmal von der Plattform fallen, ist das Spiel auch vorbei. Man muss eigentlich direkt am Rand stehen, ne? Ja, gibt's das, dass ich das jetzt nicht herkriege hier? So, danke. Es sind eh nicht so viele, aber es ist trotzdem saunervig. Oh, ich habe noch eins getroffen, als dass ich gar nicht treffen wollte. So, wo habe ich jetzt das Teil noch nicht? Ah, ich habe es getroffen. Es fehlt irgendwo eins. Da bei der Tür. Ah, ich hab's. Sehr schön. Perfekt. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Gut, direkt beim zweiten Anhieb. Ja, wie lange dauert es denn? Na, jetzt. So, und hier bekommt man natürlich auch wieder einen Haufen Geld, statt so einen Angelpass, was ich sehr viel besser finde. Weil ich beim 3DS nicht verstanden habe, was der Angelpass bringt. In Ocarina of Time, da kriegt man so ein Herzteil, wenn man so einen riesigen Fisch fängt. In Majora's Mask habe ich den Sinn nicht verstanden. So, jetzt müssen wir noch zum Nordding und wieder warten, bis es 12 Uhr ist. Dann kommt wieder die Frau, die müssen wir retten, dann kaufen wir die große Bombentasche. Dann tauschen wir die um gegen die noch größere. Und dann können wir uns ein Herzteil noch schnappen. Und dann müssen wir halt noch die anderen zwei Dinger holen. Die anderen zwei Male. Jetzt müssen wir halt hier nochmal warten, bis die Oma kommt. Hoffen wir, dass wir die anderen Bombenspiele auch noch schaffen. Aber das werden wir jetzt machen, weil wenn wir jetzt das erste geschafft haben... Das mit den Bombenkörben ist am schwierigsten. Finde ich. Also beim 3DS habe ich mir da immer am schwersten getan. Das mit den Krabbelminen war, ist aber beim 3DS ist so viel leichter. Ich weiß nicht, wieso ich mir hier so schwer tue. Obwohl es an sich dasselbe Spiel ist. Ich trinke ab und zu Cola, weil sie fragt, was ich da saufe. Ist kein Bier oder so. Man sieht auch schön unten den Sekundenzeiger. In meinem Fall, in unserem Fall ist das ja ein Millisekundenzeiger, oder? Ja, das sind Millisekunden, weil... Nee, eigentlich ist doch... Doch ist ein Sekundenzeiger, der da unten. Weil die Minuten ist ja... Jede Minute ist in diesem Spiel ja eine Minute. Also in Echtzeit.
Wäre auch krass, wenn man wirklich nur 72 Stunden Zeit hätte, um das Spiel durchzuspielen. Theoretisch wäre das ja eigentlich schaffbar, wenn es echt Zeit wäre. Könnte man das Spiel bestimmt in 72 Stunden durchspielen. Das ging bestimmt. Aber bis man alle Events machen könnte, das würde ewig dauern. Deswegen müsste man das dann so ordentlich oft vorspulen. Wir können gerade noch schnell das Geld hier einsammeln. Und mal ein bisschen Geld holen. Diese Büsche, ich finde es merkwürdig, dass sich die bewegen. Jetzt taucht sie gleich auf. Eine Minute noch. Dann retten wir sie. Kaufen die große Bombentasche ab. Dann haben wir die. Auch wenn wir die große Bombentasche nicht brauchen. Weil so viele Bomben brauchst du im Spiel gar nicht. Also nicht, zumindest nicht so viele. Man kommt mit 20 locker aus. Und wir haben momentan können wir 20 tragen. Aber ich habe das eben beim letzten Mal vergessen, dass man da... dass man dann eher nur eine große Bombentasche kaufen kann. Aber es macht auch Sinn. Weil wenn man die Zeit zurückreist, hast du dieser Frau ja nie geholfen. Logischerweise. Das ist auch etwas, was ich an diesem Spiel sehr faszinierend finde. Zwölf. So, jetzt müsste die Mutter... Da kommt sie, genau. Immer um 12 kommt die. Jetzt müsste gleich die Zwischensequenz kommen. Und dann retten wir sie nochmal kurz, was ja nicht schwer ist. Das mit der Frau retten, das kommt auch nur, wenn man hier im Nordteil ist. Um 12 Uhr. Nur dann sieht man das. Wie langsam der läuft. Der kommt vor allem später nochmal. So, erledigt. Warum muss ich eigentlich diesem Vollidioten zugucken, wie er wegrennt? Kann ich den töten? Nee, geht nicht. Vor allem, weil er später nochmal kommt. Wäre auch witzig, wenn ich ihn umbringen könnte. Da kommt eine Gegnermusik. Wieso muss ich diesem... Vor allem diese Wache. Die Wache ist auch so unnütz, oder? Die denkt sich nicht so, fangen wir den. Ich weiß, dass du mir jetzt etwas... Ja, die Bombenmaske habe ich natürlich schon, deswegen gibt sie mir jetzt nichts. Aber ich glaube, jetzt müssten wir wirklich bis zum zweiten Tag warten. Bis der Laden wieder aufmacht. Deswegen habe ich beim letzten Mal die Zeit zurückgespult. Oder ich habe es vergessen, kann auch sein. Ich glaube eher das. Hasenohren. So. Damit ich schneller bin. Da ist die... Seht ihr das? Da ist die orange Feder. In der Nacht kann man die nämlich nur hier finden. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wieso das hier an... Warum das anders ist. Das ist im 3DS aber auch. Das ist nicht nur hier. Ich finde beide Versionen super. Ich finde jetzt den 3DS-Teil nicht besser, auch wenn er vom Spielerischen her wesentlich einfacher zu meistern ist. Einfach weil man hier jetzt, gerade bei der Virtual Console fällt es mir schwer, teilweise mit dem Bogen zu zielen oder mit der Blase zu treffen. Ich weiß nicht, ob das beim N64 war, das wahrscheinlich viel besser. Ich kann es mir zumindest gut vorstellen. Nein, ich weiß nicht, wie teuer die sind. Ich glaube 80 oder so. Oder hat der gleich auf? Ah, der hat noch offen. Ich dachte, er hätte jetzt zu oder so. Hallo. Darf ich mal drücken? Ich muss warten, bis er da sitzt, ey. 90. Genau 90, ey. Ich hab mir nämlich schon gedacht, komm, ich heb jetzt 3 ab, damit ich genau 90 hab. Und dann brauche ich tatsächlich 90. Also diese Musik da, die ist so nervig. Ich weiß auch nicht, was das darstellen soll. Also es gibt so ein paar Dinge, die gehen mir echt auf den Sack. Aber es gibt auch viele Dinge im Spiel, die ich liebe. So, wir brauchen... Ja, wobei... Kaufen wir uns einfach schnell die... Jetzt hör auf zu reden, Alter. Der redet viel zu viel. Gut, das ist besser im 3DS, auch so ein Vorteil. Der redet da einfach weniger. Und muss nicht jedes Mal mich stempeln, wenn ich vorbeikomme. Nur beim ersten Mal pro Tag. Also pro Zeit, wo ich zurückreise. Die Krabbelmine brauche ich nicht. So. Die Krabbelmine können wir auch trotzdem haben. So, jetzt haben wir die große. Und dann können wir jetzt zu dem einen Typen gehen und die umtauschen. Wie viel Rubin hat das jetzt? Zu viel gebracht. Ah, ich seh's, komm, du planst irgendwas.
Hallo! What the fuck?